Oh Gott. hallo meine Lieben. Immer wenn ich die Kamera so halte, wisst ihr, ich fahre irgendwo hin. Und heute fahre ich auf das YouTube-Treffen nach Frankfurt. Und auch heute, wie in Dortmund, nehme ich euch da mal mit. Und ich freue mich schon sehr. Und ich fahre jetzt gleich an den Bahnhof. Und dann geht's los. Und da sehen wir uns wieder. Und ich freue mich. Das ist übrigens mein Outfit. Weiße Bluse, rote Hose, weiße Ballerinas. Ganz klassisch und ja, Haare offen. Und ja. Klassisch, schick. Jetzt kommt aber die Sonne raus. Hallo. Ist an? Ja. Also, Hallöchen. Wir sind jetzt hier in dem, also wir sind jetzt in Frankfurt angekommen und sitzen jetzt in dem Urban Kitchen. Gell, so heißt das auch, ne? Ja. Das ist total lustig hier, weil man in der Erde. Das ist voll cool. Und jetzt essen wir erstmal was und trinken was und kühlen uns ab mit unseren Karten. Und ja, dann gucken wir mal, was wir machen. Wir sitzen hier ganz allein, keiner setzt sich zu uns. Ja, weil wir stinken. Genau, weil wir so cool sind. Ja, so, jetzt filmen wir einmal die Runde. Ich habe gar nicht gefilmt. Du hast du nicht gefilmt? Also. Hallo. Anna! Kein Problem. Ich kann ja nochmal, ich habe ja Zeit. So. Jetzt sind sie wieder! Juhu! Wir sind gerade in der schicken Kitchen. Und hier sitzen wir im Boden. Also nicht mehr essen, so, wir sitzen immer noch hier. Im, wie heißt das jetzt nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Urban Kitchen oder so, ne? Urban Kitchen, wo haben wir es? Yes. Urban Kitchen. Wir machen jetzt alle Fotos, unterhalten uns und lernen uns alle ein bisschen kennen. Da sitzen auch noch ganz viele. Sag mal hallo. Hallöchen. Jetzt ist unscharf, Moment. Ich bin auch, glaube ich, ganz nah dran, Moment, oder? So, jetzt. Hallöchen. Hallo. Nee, das ist ich glaube, das weiß jeder. Okay. Naja. So, und da hinten sind noch ganz viele. Ist immer noch sauschön. Da hinten ist noch schwüler als hier. Vor allen Dingen. Hallo. So, wir sind jetzt auf dem Weg in die Toilette. Weil wir müssen die, also hier, ne, It und ich, müssen euch das mal zeigen, das sieht richtig cool. Oh, jetzt wird es ja voll dunkel hier. Ja, richtig, deswegen kenne ich hier auch noch nicht. Ach so, ja, das ist klug, aber egal. Auf jeden Fall, hier ist erstmal so eine kleine Tür und dann geht man hier so rein. Wenn nicht in den Katakomben, und der Damentoilette. Hier. Und die letzte Tür. Oh, tut mir leid. So, und das ist das, die Toilette. Also, beziehungsweise das ist das Waschbecken, nicht die Toilette. Ja. Und das sieht voll cool aus, wie in einem Dschungel. Dschungel? Ja, wie in so. Sagen. Ja, doch, Spa. Ja, aber so ein Dschungelspa. Im Dschungel? Im Urwald, weißt du? Da haben wir natürlich auch Wasserleitung. ja, jedenfalls sieht das voll cool aus. Das ist unvernünftig. Man sollte den gleichzeitig nicht. Ja, gut, das sieht jetzt nicht so schön aus. Und vor allem ganz stylisch mit diesem Designer-Waschbecken. Und wenn man dann runterguckt, ist dann der Schwimmbadboden. Übrigens, das ist voll unpraktisch, wenn wir gleichzeitig babbeln. Ja. Aber egal, jedenfalls sind wir hier. Hallo! Und das ist das schöne Waschbecken. Und das sieht voll cool hier aus. Und es ist. Wow, wow. Es ist natürlich logisch, dass YouTuber natürlich auch sowas wie ein Klo filmen. Ja, das macht man voll so. Logisch, das macht man so. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile kurz nach 3. Wir sitzen immer noch hier in diesem Lokal, haben gegessen und haben uns unterhalten und gequasselt. Und mittlerweile schon bezahlt. Mittlerweile schon bezahlt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir jetzt immer noch hier sitzen bleiben oder uns langsam mal auf den Weg machen und dann mal mit den Abonnenten treffen. Ja.
Ich hoffe, das ist wenigstens einer drunter, der mich kennt. Ja. Wenigstens kennt man sich unter den YouTubern so ein bisschen. Das wäre sonst ein bisschen uncool, wenn du da echt hinkommst und kein Arsch kennt dich. Ja. Naja. Genau. See you later, Alligator. Tschüss. So, wir haben es jetzt endlich geschafft, uns von diesem Laden loszulösen. Hallo. Und, was soll ich jetzt sagen? Achso, wir wir laufen jetzt schon mal zum Willy-Brandt-Platz. Wir sind zwar noch ein bisschen früh, aber das macht ja nichts. Und, ja, ich bin der Anführer. Alle laufen hinterher. Und ja, ich bin hier mit der Conny und mit der Anna. Und ja, es hat gerade Gott sei Dank pünktlich, als wir rausgegangen sind, aufgehört zu regnen. Und der Arm wird schwer. Und ja, ich höre auf zu babbeln. Wir laufen jetzt los und dann gucken wir mal, wer so alles da sein wird. Und dann sehen wir uns später wieder. Ade. So, wir sind jetzt hier gleich am Willy-Brandt-Platz und da stehen ganz viele Zelte. Und jetzt erzähl mal, warum da Zelte stehen. Wegen uns bestimmt. Ja. Das sind alles, unsere Fans, damit die uns nicht verpassen, haben sie da schon die Zelte aufgeschlagen. Und ja, jetzt gucken wir gleich mal, ob sie sich freuen, wenn wir dann auch da hinkommen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch treten können. Da stehen überall Zelte. Das ist ein ungünstiger Treffpunkt. Aber naja, wir werden sehen, was daraus wird. Also wir sind jetzt hier angekommen und es sind auch schon ein paar Leute gekommen. Und zwar... Jetzt sind die weg. Ja, das geht ja nicht. So, also erzähl mal, wer bist du denn? Ich heiße Laura. Ich habe einen Account, BlackRose1906. Ja. Und mache Videos. Cool. Also, Link ist in der Infobox. Einfach mal vorbeischauen. So, und ihr? Wer seid ihr? Okay, der traut sich nicht. Na gut. Na gut, ich möchte niemanden quälen, dann machen wir Feierabend. Wir haben uns hier den perfekten Treffpunkt ausgesucht. Hier ist jetzt irgendeine Demonstration und hier ist jetzt so ein fetter Umzug und laufen ganz viele Leute umher und hier sitzen wir alle. Ja, und können uns jetzt hier schön die Demo erstmal angucken. Bisschen ungünstig heute, aber naja, gut, da laufen sie alle rum. Jetzt fahren die hier voll. Wo wollen die denn hin? Mambuleo. Hier geht die Post ab. Wir sind in der Club, haben den Wein in der Crew. Wir sind mit Sasa, wir sind mit einer Chalzuch. Wir setzen ihn ja mit zum Alabaschku. Wir lassen ihn das Brenner Babylon zu. Dings von Jamaica, so respect most you. Residential Family, da Hotel, ja, huh. I'm a parasite, the mother sits with a boo. And I am behind the booty, I'm so. Also, da vorne tanzt am besten. I'm a floor seat, but a major bashment. When I left my birth, I'm too young permanent. And the girl that brought me back, I'm with your damn silence. Stalina Rins, the girl that brought me by, said, love my accent. Kingston, Mexican, and the president. She can terrorize, so me represent. Boom! Angela! Weihe. Angela! Schämen Sie sich! Oh Gott, ey! Eltern, Großeltern, empört euch! Der Willy-Brandt-Platz und unser Widerstand soll ins Bewusstsein der Welt getragen werden. Das ist auch lustig. Gerade eben ist so eine Troller mit dem Schild. Liebe ist wichtiger als Geld oder so, war hier rumgelaufen und hat Geld eingesammelt. Ja, das war ziemlich paradox. Habe ich nichts gegeben. Oh, danke schön, Uwe. Das gleiche Spiel sind dort und jetzt kommt uns zu reden. Ach man, aber es sind ganz schön viele da. Nur du nicht, nur ich nicht. Tschüss. Hallo. Das Blitzlichtgewitter. Schaut mal das herrliche Wetter an. Das hätte uns gar nicht besser treffen können. Und ja, das kann man nur genießen. Aber wenigstens fällt jetzt die, wie sagtest du so schön? Die Demonstration fällt ins Wasser. Ja. Großartig. Ah, jetzt hat es ja schon wieder aufgehört. Ja, die regnen immer noch. Ja, aber nicht mehr so stark. Mann. So, wir sind so
Fame. Jetzt haben wir sogar ein Kamerateam hier. Vom so Fame, vom, dass wir nicht gefilmt werden. Ja, wir... Oh nein. Ich glaube... Schneidet sie raus. Ja, jedenfalls ist das vom HR-Fernsehen oder so. Und ja. Ja, wir erregen so viel Aufsehen. Sie sind so wichtig. Ja. Nee, ich habe keine Ahnung, was die da labern. Das ist schlecht, ja. Weil ich würde es gerne wissen. Ja, mich würde das auch interessieren. Alle. Wir können ja auch mal fragen, ob du uns interviewen wollen. Vanessa stinkt und das ja, genau. Stinkt. Conny genau. Stinkt. Ja. Sowieso. Ja, ja ich wäre sowieso stinkt. Die größte Stinkerin. Genau das sagen sie. Ja. Ne? Ich muss jetzt auch mal sagen, wer stinkt. Ja. Gerade was ganz Großartiges entdeckt. Wir stehen hier vor der Oper und es gibt ein Stück über mich. Ja, und zwar da. Vanessa, kann man das lesen? Das ist quasi meins, ja, schon Eigentum daran. So, und hier diese komischen Kameraleute haben jetzt auch mal vergrault, die haben ganz fies von unten gefilmt. Das geht gar nicht, ganz schlechte Perspektive. Die haben hier nur unseren Arsch drauf. Aber gut, genau. Gefällt's dir gut? Ja. Also die Nadine und ich, wir kleben heute voll aneinander, wir sind quasi wie Kaugummi. Oder wenn wir gebrannt haben. Oder beides. Ja. Okay. Tschüss. Jetzt ist es schon. So, was kaufen wir denn? Mal hier die Essensmangelöse. Den ja eigentlich voll geil. Aber ich hab den schon mal. Ja, ich hab den schon. Deswegen. Schön Tiere, Dylan Fauscheln. Dann hat die Sandy auch. Den hab ich. Den hab ich. Und den hab ich. Und den hab ich. Und. Auch schon alle neun? Ja. Was? Ja! Ich bin ein bisschen kaufsüchtig. Ich bin auf der Suche nach einer BB-Film. Und habe das gefunden. Was ist das? Wovon Jimmy. Ist das? Maybelline. Ach, ja. Und davon habe ich auch eine Probe. Das sieht ja voll ekelig aus. Also von L'Oreal ist eklig. Das fühlt sich an, ob du ein Peeling auf der Haut hast mit den Kügelchen. Ja, das da habe ich eine Probe von gehabt. Das ja. War so grausam. Ich hatte auch das Bröbchen, aber ich hatte auch das ist alles aufgescheuert ja. Irgendwie. Ich möchte etwas kaufen. Ich finde das hier total ein Quatsch. Moment, hier diese komischen Extensions. Ach Mann, jetzt hast du mir das ganz versaut. Ich wollte mir doch die Orangen jetzt reinmachen. Ja, kannst ja machen, wenn du scheiße aussehen willst. Hey, willst du jetzt nicht die Orangen drehen? Doch. Ja. Ich möchte gerne auch noch die pinke und die gelbe haben. Ja. Ja, und die alle gleichzeitig bitte tragen. Vor allem die möchte ich natürlich auch einmal die Moment, ist hier bei Catrice ist noch irgendwas von dem Sale-Zeug da? Hier ist doch alles, geht doch alles aus dem Sortiment. Du gehst in die Sonne und dann, wenn du braun genug bist, sieht man die. Oh, wie cool. Guckt mal, Leute, hier gibt's noch Sale. Ich will ganz viel Sale-Scheißendreck. Ich suche mir da jetzt irgendwas Cooles aus. Was eigentlich hier reingehört. Hab ich sowas Ähnliches aus der Ehe. Hab ich. Hab ich. Hauptsache den, ne? Ich wollte mir den gerade holen. Und jetzt guck mal. Ich bin ja wohl. Bei. Und ich brauche einen neuen Braun. So, ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören. Wir haben uns jetzt von der Gruppe ein bisschen abgesondert. Und ja, wir laufen jetzt hier über die Zeil und irgendwie ist hier voll, geht hier voll die Post ab. Ich zeig euch das mal. Hier ist es mega, 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 mega voll. Hier ist irgendein Fest. Ich weiß nicht, was es ist. Sagt mal Bescheid, wenn ihr wisst, was hier abgeht. So, und jetzt, was tun wir jetzt? Was hast du gefilmt? Der schwebende Mann. Ein schwebender Mann. Oha. Das ist ganz schön strange. Ja, ich kann auch noch mal kühlen. So, jetzt habe ich meine Leute verloren. Wo sind sie denn jetzt? Ach da! Ich so, wo sind sie denn? Hallo. Ich habe euch wieder gefunden. Ich sag jetzt einfach nur eine Kamera suchen. Ja. Ja, so, was wollte ich nicht? Wo war ich denn? Da ist ein Deichmann. Ja, da ist ein Deichmann. Ja, da kriegen wir was für unsere großen Füße. Ja.
mal, zwei zum halben Preis. So, und wo sind jetzt die anderen beiden? Schuhe. Ich bin jetzt mal ein bisschen verwirrt. Die haben beim schwebenden Mann gelassen. Ja, ich wollte auch irgendwas sagen, glaube ich. Ja, wir gucken jetzt hier rum. Spiegelverkehrt, oder? Ja. Ja doch, also wenn du das jetzt umdrehst, dann ist wieder anders. Ach so. Ja. Haben wir so wieder gefunden. Ja, so, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Also wir laufen jetzt hier rum und dann gucken wir mal so ein bisschen rum, was so geht. Und ich bin ein Stalker. Ja. Du bist ein Stalker? Ja, ich laufe die ganze Zeit in deinem Bild rum. Ja, kein Problem. Du darfst auch gerne was erzählen, was möchtest du sagen. Hallo? Hallo? Gefällt mir ab hier, ne? Das Typische. Link in der Infobox. Ja, genau. Ja. Sonst noch was? Aua. Füße tun weh. Ja. Ja. Ich hätte gerne ein neues Paar Füße. Ein paar Nummern kleiner. Ja, ne? Ich auch. Ein paar Zentimeter weniger. Dann läuft das, wie geschmiert, aber naja. So, und jetzt suchen wir die anderen und sammeln die wieder ein und dann sehen wir uns später wieder im Douglas. Fällt jetzt mein Arm ab und deswegen mache ich aus. Adios. So. Hallöle. So, wir sind jetzt mittlerweile eigentlich ziemlich am Ende angelangt. Wir sitzen jetzt hier schon an unserem Gleis und warten darauf, dass wir in unseren Zug einsteigen dürfen, der eigentlich schon hier steht. Also ich weiß nicht, was dagegen spricht, dass wir uns da reinsetzen, aber naja. Und das stinkt. Was? Du stinkst, das ist dein Ding. Ja, okay. So, und ich habe mir gedacht, wo ihr jetzt schon die ganzen Nasen die ganze Zeit, den ganzen Tag gesehen habt, die mit mir hier rumgeeiert sind, solltet ihr auch wissen, wer das ist. So, und daher, stell dich mal vor. Oh nein, nicht schon wieder. Doch, schon wieder. Es muss sein. Boah, ich bin die Anane und auf YouTube heiße ich dann Kiski und kannst mich da unten reinschreiben. Eigentlich ist sie gar nicht so motzig. Eigentlich ist sie gar nicht so arschig, aber die ist jetzt schon ganz, ganz lange wach und hat den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und deshalb verzeiht es ihr. Eigentlich ist sie ganz lieb. So. Hallo. Ich kenne bestimmt. Aber egal, erzähl mal. Link in der Infobox. Bob, du langweilig. Na los, schreib sonst deinen Link nicht in die Infobox. Oh. Oh. Ich glaube, ich kann einsteigen. Ich bin zu schüchtern, ich kann nicht mit Kameras reden. Ach so. Ja. Ach so. Na gut, das lasse ich nochmal durchgehen. Das kann ich mir vorstellen. So, und du? Wer, ich? Ne? Nein, ich doch nicht. Ja, ich bin die Conny, die crazy Tante. Ich wiederhole den ganzen Text jetzt wie gerade eben. Mein Kanal ist Laugh by Accident 1. Da kann man mit mir, über mich und überhaupt lachen, weil ich einfach mich selber immer sehr gerne verhöhne. Und ja, ne? 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 Ja, genau so. Oh, jetzt können wir eigentlich in unseren Zug einsteigen. Aber ich muss das jetzt noch fertig machen. Tschüss. So, wie gesagt, wir sind jetzt eigentlich am Ende angelangt und es war ein sehr schöner Tag. Ich werde jetzt einfach Stopp machen und im Zug nochmal filmen, damit wir jetzt einsteigen können. Ja, Bus klar. So, also ich schätze mal, das wird jetzt die letzte Aufnahme für diesen Tag. Genau. Willst du dich sehen? Ja, ich denke schon. So, also wir sind jetzt fertig mit allem. Egal. So, also das war eigentlich rundum ein gelungener Tag. Ich habe sogar zwei Abonnentinnen getroffen. Hallo an euch. Einmal die Schägel und die Merivan. Und da habe ich mich voll gefreut drüber. Und ja. Egal. So, also wie gesagt, es war ein sehr schöner Tag. Entschuldigung für das Wackeln. Ja, das ist kein Problem. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, wir hatten viel Spaß und haben viel gelacht und viele neue Leute kennengelernt. Und ja. Und es hat sich sehr gelohnt, hier hinzufahren und wir fahren jetzt nach Hause. Ich muss nicht so lange fahren wie meine zwei Mädels hier. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann demnächst wieder und ich bin fertig. Tschüss. Oh,
Thank you.